Hallo ihr lieben Leute und herzlich willkommen in diesem Video. Wie hoffentlich ein paar von euch in meinem letzten Video mitbekommen haben, hoffe ich mal, bin ich auf der T-Con in Würzburg gewesen, wo ich die Möglichkeit hatte, im Innenbereich des Gebäudes die Cosplay-Szene zu filmen. Und darum soll es heute in diesem Video gehen. Anfang Dezember letzten Jahres bin ich auf der Retro Gamescom in Annweiler gewesen, wo die Veranstalter Jasmin Schwanitz und Bernd Kühn die Retro Gamescom in Kombination mit einem Cosplay-Contest veranstaltet haben. Einer der Punkte ist zum Beispiel der Retro-Flohmarkt, dass man die Möglichkeit hat, alte Spiele, ähnliche Sachen oder Schlag mich tot für kleines Geld kriegen kann. Dann gibt es noch die Domino Challenge, wo man die Möglichkeit hat, in Teams gegeneinander anzutreten. Vorhanden sind auch nicht nur für die Cosplayer, sondern auch für die Männer die sogenannte Gaming Zone, wo ihr die Möglichkeit hättet, die ein oder anderen uralten Spiele, vielleicht auch noch aus eurer Jugend, mal wieder probeweise spielen zu können, weil vielleicht eure PlayStation 2, PlayStation 1, Nintendo 64 oder weiße Geier, was es noch alles für Konsolen gibt, einfach mal wieder testen könntet. Unter anderem gibt es auch noch für mehrere Familien, die halt mit ihren Kindern kommen wollen, bis zu 200 verschiedene Sorten an Brettspielen, wo auch die ein oder anderen Raritäten dabei sind, die man problemlos einfach mal testen und spielen kann. Da es ja ein Cosplay-Contest ist, wäre es für euch Cosplayer sehr, sehr wichtig, dass ihr euch bis spätestens 13 Uhr bei Jasmin Schwanitz oder Bernd Kühn, Event Factory, spätestens in diesem Zeitraum angemeldet habt, falls ihr etwas vorführen möchtet. Was ihr vorführen möchtet, das ist allein euch überlassen, denn ihr hättet die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen, die ihr problemlos in eurem Cosplay, in eurer Cosplay-Laufbahn einarbeiten könnt. Es können Gutscheine sein, es können Sachpreise sein und genaueres wird dann vor Ort preisgegeben. Wenn ihr weitere Fragen zu dem Event habt, dann sucht einfach mal in Facebook oder Instagram nach Retro Games Con und kontaktiert einfach mal die Veranstalter, damit ihr die Möglichkeit habt, über sämtliche Informationen, die ihr anhand meines Videos nicht entnehmen konntet, noch zusätzlich zu kriegen. Wichtig wäre ja noch, dass in Losheim am See, für viele Leute ist es ein bisschen weit, aber wenn ihr aus der Gegend kommt und vielleicht es gerade ein Katzensprung für euch um die Ecke ist und ihr am 19. Mai 2019 noch nichts vorhabt, ihr seid Cosplayer und habt Zeit, vielleicht auch Lust, euch studiohaft fotografieren zu lassen, dann kommt doch einfach in Losheim vorbei, lasst euch studiohaft fotografieren oder von mir aus auch draußen im Außengelände. Es ist ein altes Bahnhofsgebäude, sodass ihr die Möglichkeit hättet, nicht nur Studiofotografie betrieben zu bekommen, sondern auch in einem alten Bahnhofsgebäude, auch außerhalb auf den Schienen etc. pp. Hättet ihr auch die Möglichkeit, euch fotografieren zu lassen. Es muss nicht unbedingt von mir sein, es kann jedoch auch von jemand anderes sein. Ein paar Fotografen werden da sein, Videografen denke ich mal auch. Ein ganz wichtiger Hinweis fällt mir ja noch ein. Wenn ihr zufälligerweise ein paar Cosplayer kennt, die Interesse dran haben, ein paar ihrer Werke auszustellen, dann seid so lieb, informiert diese doch bitte, dass sie die Möglichkeit bekommen könnten, in Losheim am See am 19. Mai 2019 hätten die ein oder anderen Aussteller-Cosplayer, die halt vielleicht einen Stand haben, die ein oder anderen Sachen selber produzieren, diese gerne ausstellen möchten, dann hätten sie die Möglichkeit, da das ein oder andere zu präsentieren und auch auszustellen. Es sollten jedoch keine gewerblichen Leute sein, sondern überwiegend private Leute. Wenn ihr da jemanden kennt, informiert bitte diese Personen darüber
Und ich hoffe mal, ihr werdet auf der Veranstaltung möglichst viel Spaß haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke mal, das dürfte für den Anfang reichen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so ist, lasst mir bitte einen Daumen nach oben. Abonniert doch bitte meinen Kanal. Teilt das Video am besten mit all euren Freunden. Weil ich würde mich sehr freuen, wenn ich am 19. Mai 2019 die Möglichkeit bekommen würde, alte Gesichter und auch neue Gesichter vor die Kamera zu kriegen. Zu guter Letzt würde ich noch gerne überwiegend für die Herren, die großes Interesse am Gaming-Bereich haben, am 20. Juli 2019 befindet sich eine neue Retro-Gamescom, wirklich bezogen Retro, in Wissen. Wer also die Möglichkeit nutzen möchte, gerne mal wieder die ein oder anderen alten Spiele sich zuzulegen, die er vielleicht während seiner Kindheit nicht kaufen konnte, weil sie zu schnell weg waren, da hättet ihr die Möglichkeit, auch das ein oder andere zu kriegen. Und ich würde mich halt freuen, wenn ich halt auch vielleicht wieder bekannte Gesichter oder halt auch neue Gesichter kennenlernen würde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn es denn so ist, lasst mir bitte einen Daumen nach oben, abonniert doch bitte meinen Kanal. Und wir sehen uns, denke ich mal, am 20. Juli in Wissen. Macht's gut!